Willkommen in OrgaTV. Wir haben wieder tolle Beiträge für euch vorbereitet. Und wie ihr wisst, haben wir jetzt die Stupawahlen. Und deswegen kommt der Wahlleiter, wer kommt denn? Der Daniel Werner kommt natürlich. Genau. Besser. Kommt noch zu uns, zu Gast. Und Stupa ist sehr, sehr wichtig. Jeder hat ja Probleme an der Universität und will irgendwas verändern. Und ihr könnt es wirklich verändern, indem ihr die Stupa wählt, die AStA dann später. Und die Gremien werden auch von der Stupa gewählt. Also sehr, sehr wichtig. Was du wählen? Nee, noch nicht, aber ich gehe am Freitag wählen, weil ich will mir noch die Wahlprogramme genau angucken, damit ich genau das Richtige wähle. Genau, sehr vorbildlich. Ja, aber ich gehe auf jeden Fall wählen, das ist ganz wichtig. Sehr schön, also wirklich, wählen Leute. Übrigens, mit unserem Trip lagen wir gar nicht so schlecht. Und zwar haben wir zwar nicht gewusst, wer wie viele Tore geschossen hat, aber wir wussten immerhin von zwei Teams, wer gewonnen hat. Richtig gut, ne? Ja, aber nennen wir es bei Namen, die ich getippt habe, waren richtig und die, du getippt hast, waren nein, 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 du hast mich gefragt und ich habe immer gesagt, wer gewinnt. Ach ja, wirklich? Yeah. Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Naja, wir haben ja alles auf Video. Gut, aber was wir wissen wollten war, kennen die Saarländer die Spieler der deutschen Nationalmannschaft? Kennst du die Spieler? Ja, aber ich werde es, glaube ich, nochmal sehen jetzt. Gucken wir uns an. Weder Griechenland-Spanien-Krise noch das schlechte Wetter tut der guten Stimmung einen Abbruch. Deutschland ist im Fußballfieber. Im Feiern sind wir gut, keine Frage. Aber wie steht es um das Wissen über unsere Nationalmannschaft? Wir haben nachgefragt. So, als erstes wollen wir mal den Herrn hier fragen, ob er die deutsche Nationalmannschaft kennt. Wissen Sie, wer das hier ist? Das ist, der ist in der Türkei geboren. Ja. War in Schalke und von Schalke ist er nach Werder Bremen und von Werder Bremen ist er nach Real Madrid. Özil. Der Özil, ja. Genau. So. Und wer ist das? Ich glaube Hummels. Thomas Müller. Nee, Hummels ist richtig. Wisst ihr, wer das ist? Philipp Lahm. Und es geht hier nur um deutsche Nationalmannschaftsspieler, ne? Okay, wen haben wir hier? Cristiano Ronaldo. Das ist aber kein Deutscher. Ja. Gut. Weißt du, wer das hier ist? Ja, das ist Neuer. Richtig. Und? Deutscher Nationaltorwart? Nee, das ist von Real Madrid. Der ist schon lange in der Nationalmannschaft in Madrid. Ich komme nicht drauf. Casillas. Casillas. Und der hier? Lukas Podolski. Richtig. Wer ist denn das? Wisst ihr das? Ja, Mesut Özil. Richtig. Und was ist das für ein deutscher Nationalspieler? Er spielt nicht für Deutschland, das ist Cristiano Ronaldo. Ja. So, wen haben wir hier? Thomas Müller. Und der hier? Wie heißt er? Der Kakao. Nicht ganz richtig. Nee. Kakao, nee. Ist er überhaupt im EM-Aufgebot? Keine Ahnung, schlechter Fußball. Der Boateng. Ah, Boateng, ja, stimmt, okay. Und es geht ausschließlich um die deutsche Nationalmannschaft. Okay, wer ist das? Der Franck Ribéry, der Franzose. Und wen haben wir hier? Robben. Nee, Neuer. Ja. Okay. Und wer ist hier der deutsche Nationaltormann? Das ist doch Casillas. Ja, richtig. Also, wer ist denn das? Manuel Neuer. Wen haben wir hier? Den Klose. Miroslav Klose. Richtig. Und wen haben wir hier? Da können wir Kubani. Kidira. Schwer ist. Kidira. Weißt du, wer das hier ist? Ja, Cristiano Ronaldo. Und hier? Boateng. Richtig. Der hat noch einen hübschen Bruder. Ja. Und wen haben wir hier? Den kenne ich. Ich glaube, der spielt in England. Rooney. Zum Abschluss noch der zweite Tormann, der? Keine Ahnung. Reimt sich auf Lies. Auf der Wiese? Okay. Gut, danke. Der ältere Herr finde ich ganz lustig. Ich fand ihn auch richtig cool. Also, wir haben heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr Tickets für das AStA Open Air gewinnen.
das am Samstag stattfindet. Hier schon mal die Tickets. Du musst dich auch andersrum halten. Oder so, genau. 3x2 Tickets. Und zwar, welche Frage müssen die Zuschauer beantworten? Genau, es geht um ein Fußballspiel. Übrigens, es steht 0-0, Portugal gegen Dänemark. Das wollte ich auch jetzt schon mal sagen. Und ihr müsst wissen, wann hat zuletzt Saarland gegen Deutschland gespielt? Und wie ist das Spiel ausgegangen? Also ganz einfach. Und wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr immer noch in Google schauen. Also ja. So ein Tipp von mir. Okay, und dann schreibt ihr eine E-Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Da schreibt ihr rein, wie ihr heißt, wann ihr geboren seid und die Handynummer. Genau, das stimmt. Übrigens, mir ist aufgefallen, du hast hier Schleichwerbung. Nein, stimmt doch gar nicht. Was ist das dann eigentlich? Meine Freunde haben mir ein T-Shirt gemacht. Und zwar waren sie sauer, dass ich sie in der Sendung nicht grüße. Ach so, und dann... Was ich hiermit mache. Ach so, okay. Also Emily. Amelie. Amelie, Katrina, Nicole, Pauja, Sandra, Sebastian und Valentin. Wir grüßen euch alle. Valentina. Valentina. Pass auf, das ist meine Schwester. Die Schwester. Wir grüßen euch alle. Ja. Guckst du eigentlich heute das Spiel? Ja, ich denke schon. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber auf jeden Fall werde ich es mir anschauen. Ich muss mal sehen, wer was macht. Genau, ich gucke es mir auch an zu Hause und wir gucken mal, wo die Saarländer das Spiel heute gucken. Da bin ich mal gespannt. Schaust du auch die EM oder bist du nicht so interessiert? Ja, ich schaue die EM ab und zu. Und was denkst du, wer im Finale steht? Was ist deine Favoritenmannschaft? Ja, Deutschland oder Spanien. Und hast du auch das Spiel geschaut am Wochenende? Ja, habe ich. Wo hast du es geschaut, wenn ich fragen darf? In Public Viewing im Stiftsplatz in Kaiserslautern. Ah, wir auch. Ja. Und wo schaust du das Spiel am Mittwoch? Wieder dort. Gut, dann sehen wir uns ja vielleicht. Gut, dann mal noch vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Wo schaut ihr morgen das Spiel? Bei uns in der Feuerwehr. Ah, und du? Auch in der Feuerwehr. Ah, okay. Was ist euer Tipp für morgen? 2-1 Deutschland. Ja, auch 2-1. Und habt ihr eure Spiel am Samstag geschaut? Ja, zu Hause bei meinem Bruder, also im Garten. Ich bin bei meiner Cousine, auch im Garten. Und was denkt ihr, wer wird im Finale stehen? Deutschland, Spanien, und aber diesmal gewinnt Deutschland. Ja, dasselbe denke ich auch. Spanien, Deutschland und Deutschland gewinnt. Und was denkt, warum ist eigentlich Argentinien nicht dabei? Zu schlecht. Keine Ahnung. Komisch, ne? Gut, dann mal vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Tipp fürs EM-Finale, wer spielt dort? Italien, England. Frankreich und Deutschland. Ich denke Spanien und Deutschland. Und für wen seid ihr? Italien. Frankreich. Also ich bin für Spanien, weil die besten Spieler haben und den schönsten Fußball spielen. Und was denkt ihr, wieso Argentinien die Qualifikation nicht geschafft hat? Schlecht gespielt. Qualifikation für was? Für die EM. Die sind eigentlich, die sind gut eigentlich, aber der Messi gefällt mir nicht. Was denkst du? Die sind doch gerade in der EU. Schaust du auch das EM-Finale? Ja. Und was denkst du, wer da drin steht? Oh Gott, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ist deine Lieblingsmannschaft oder hast du keine? Na, ich bin für Deutschland. Und wo schaust du morgen das Spiel? Oh, ich wusste gar nicht, dass morgen Spiel ist. Morgen gucke ich nicht. Ja, ist ja auch egal. Hauptsache, man ist beim Finale dann dabei. Und hast du auch am Samstag Spiel geschaut? Nein. Ja, Hauptsache, man weiß halt, wie es gestanden hat. Gut, dann mal noch vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Habt ihr das Spiel am Wochenende geschaut? Ja. Und wo? Ich habe zu Hause geschaut. Und du? Einmal Schwager. Ah, okay. Schaut ihr auch das Spiel morgen? Ja, auf jeden Fall. Was ist euer Tipp? Deutschland, natürlich. In Deutschland, aber es wird schwer für die Deutschen, auf jeden Fall. Und wer denkt ihr, wird im Finale der EM stehen? Spanien gegen Deutschland, sagen wir mal. Da schließe ich mir der Meinung an. Was mit Brasilien? Die sind nicht dabei. Es geht hier um die Europameisterschaft. Gut, dann vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ciao. Schauen Sie das EM-Spiel am Mittwoch? Ja, das schaue ich an. Wo schauen Sie das? Hier in Kleinblittersdorf bei Bekannten. Und wer ist Ihr Favorit? Ja gut, ich denke, die Deutschen könnten schon was machen, ja. Und mit wem stehen Sie im Finale Ihrer Meinung nach? Keine Ahnung, es könnte
Ja, Holland haben wir ja jetzt schon. Es könnte Holland nachher werden oder vielleicht auch Russland ist sehr interessant gerade. Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Also Leute, es steht jetzt 1-0 für Portugal. Damit ist Portugal jetzt weg, wenn es so endet. Mal abwarten. Ja. Ja. Übrigens, mir ist aufgefallen, du bist wohl für Holland. Was ist das für eine Farbe? Wir haben heute ein Spiel, das kann ja wohl nicht Zufall sein. Nein, das war Zufall. Also Orange ist ja eine schöne Farbe. Ganz zufällig ziehe ich zur Sendung dann die Farbe von Niederländern. Nein. Es ist okay, du kannst wählen, was du willst. Also. Nein, es war echt ein Zufall. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich für Holland bin, ich bin für Deutschland. Aber es war einfach nur ein Zufall. Ich glaube nicht, dass unsere Zuschauer dir das glauben, aber... Ja, ich wechsle einfach mal das Thema. Ne? Wir haben hier wieder einen Hidden Champion diese Woche. Und zwar ist das der Thilo Ziegler. Kennst du den? Nee, wer ist das? Das ist der Organisator von Rocco del Schlacco. Was ist das? Das ist ein voll cooles Festival. Hier im Saarland? Ja. Ich kenn's wirklich nicht. Musst du mal hingehen und musst einen Beitrag gucken jetzt. Genau, schauen wir uns den Beitrag an. Ich stehe hier auf dem sogenannten Sauwasen, dem Festivalgelände des Rocco del Schlacco in Püttlingen-Köllerbach. Hier findet auch dieses Jahr wieder das legendäre Open Air statt. Doch wer macht es eigentlich möglich, dass hier jedes Jahr ordentlich gefeiert wird und dass hochkarätige Bands wie zum Beispiel die Donuts oder die Beatsteaks hier auftreten? Wir stellen euch diese Woche unseren Hidden Champion Thilo Ziegler vor und welche Rolle der genau spielt, das seht ihr jetzt. Hallo, was hast du mit dem Rocco del Schlacco zu tun? Oh, ich glaube ganz viel. Ich glaube, Rocco del Schlacco verfolgt mich die letzten 12, 13 Jahre. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir hatten in dem Jahr Abitur gemacht oder die Kumpels hatten Abitur gemacht, ich erst ein Jahr später. Und dann wollten wir einfach nicht aufhören zu feiern und haben dann Ende des Sommers, dann war es glaube ich Oktober, November. Die Idee ist entstanden im August und im November 1999 hat dann der erste Rocco stattgefunden. Und das war ja nicht hier auf dem Sauwasen, sondern noch in Püttlingen an der Bergehalde. Genau, auf dem Gelände vom HSV Püttlingen an der Bergehalde, der ja auch den Namen gegeben hat, Schlackenhalde, Schlacko. Ist hier aber auch sogar schon die dritte Location. Wir waren dann noch im Ortskern von Köllerbach bis 2005 und wollten dann aber unbedingt raus ins Grüne. Wir wollten mehrtägig werden, Campingflächen haben, das alles, was dazugehört. Und dann haben wir seit 2006 hier nach und nach das Gelände ausgebaut. Wann hast du gemerkt, dass du das nicht nur hobbymäßig, sondern auch hauptberuflich machen willst? Ich habe ab 2000 Stadtplanung, Raum- und Umweltplanung in Kaiserslautern studiert. Und als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, das war zwischen dem ersten und zweiten Semester, das müsste dann irgendwie so 2000, 2001 gewesen sein, habe ich 3 Monate Praktikum bei der Landesentwicklungsgesellschaft des Saarlandes gemacht. Und da war es für mich schon klar, dass ich als Stadtplaner nicht enden möchte, ja. Ja, also für dich bedeutet ja das Rocco nicht nur aufbauen, dann diese eigentlichen 2- und 3-Tage Festival und wieder abbauen, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Wie genau kann man sich die Planung und Organisation denn vorstellen? Genau, das ist eigentlich ein ganz normaler Bürobetrieb von Montag bis Freitag, wo man nicht nur die Infrastruktur planen, organisieren, dass dann zum Wochenende hin alles auf und abgebaut wird. Wir buchen auch das Programm selbst. Wir machen die Pressearbeit selbst, wir machen die Werbung selbst, wir akquirieren die Sponsoren selbst, betreuen auch die Sponsoring-Budgets selbst, organisieren das Ticketing und das alles, was dazugehört und den ganzen Behördenkram natürlich auch. Stichwort Sicherheitskonzept oder egal welche Ämter. Ich glaube, es spricht jedes Amt mit und jede Abteilung vom Finanzamt, die es überhaupt nur gibt, hat irgendwie dann mit Rocco zu tun, weil die Oberfläche ist dann halt, die man nach außen hat, schon sehr groß. Also wir bezahlen, glaube ich, auch Steuern, die sonst das Finanzamt Saarbrücken gar nicht gekannt hat. Also so Ausländersteuer für Nicht-EU-Künstler und lauter so Sonderkram, was man dann über die Jahre dann immer sich Jahr für Jahr mehr reingefuchst hat. Und jetzt an diesem Rocco dieses Jahr, wie viele Leute helfen da insgesamt mit, also jetzt abgesehen von eurer Agentur? Genau, wir sind 4 feste Mitarbeiter. Wir haben dann noch einen ganzen Stab von freien Mitarbeitern, die dann Fachaufgaben erledigen, wie Bauinfrastruktur, Strom, Wasser, Catering und das ganze Gelöte.
Da sind wir dann so ein Planungsteam von 25 Leuten und an der Veranstaltung selbst sind wir dann 1000 Leute. Das ist ja recht viel, aber verteilt auf die ganzen Besucher, also man braucht ja auch die ganzen Helfer insgesamt. Ich bin auch Helfer. Okay. Ja, ich arbeite immer am Essenstand und ich finde das auch echt ein cooles Feeling, mal das Ganze hinter den Kulissen zu sehen. Also du machst ja nicht nur das Rocco, sondern bist auch noch für die Faschingsveranstaltung im Trimtreff seit 2010 verantwortlich und jetzt auch dieses Jahr findet zum ersten Mal das Magnetic Festival in Völklingen statt. An wie vielen Tagen im Jahr bist du denn nicht mit der Planung von irgendeinem Event dieser Art beschäftigt? Nee, ich glaube, wie eben gesagt, also das habe ich schon, glaube ich, schon einigermaßen im Griff, das grundsätzlich im Büro zu tun und Montag bis Freitag zu machen. Aber, also ich habe zum Beispiel auch zu Hause keinen Internetanschluss, um da gar nicht zu viel Gefahr zu laufen, aber das funktioniert nicht. In Zeiten von iPhone und iPad ist man doch rund um die Uhr online, liest es doch und arbeitet im Grunde durch, beziehungsweise ist es auch, glaube ich, so, dass man auch am Wochenende Konzerte besucht, Leute trifft, Abendveranstaltungen hat und auch in der Freizeit sehr viel auf Rocco angesprochen wird und Ideen entwickelt. Von daher ist es schon ein Job, der einfach so das im Grunde das ganze Leben begleitet. Aber das auch irrsinnig viel Spaß macht. Also mir macht das sehr viel Spaß und ist eigentlich auch toll, wenn man sich in so einem Projekt auch an der einen oder anderen Stelle selbst verwirklichen kann und dann ist das halt einfach so. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Würde sagen, wir sehen uns auf dem Rocco am 10. und 11. August. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann, ich glaube, es sind noch nicht alle ausverkauft oder gibt es noch welche? Genau, wir haben jetzt die letzten 1800 Tickets draußen und die werden dann irgendwie Mitte, Ende Juni vergriffen sein. Also Leute, ran! Also, wenn man kein Saarländer ist und ein bisschen zu viel getrunken hat auf dem Fest, wäre Couchsurfing eine super Idee. Findest du nicht auch, Ali? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letzte Woche schon einen Beitrag gehabt, das ein bisschen was erklärt, was Couchsurfing überhaupt ist. Und jetzt diese Woche gibt es einen Beitrag zu den Erlebnissen, was jetzt die Tiffany und der Jonathan erlebt haben. Da bin ich mal gespannt. Gucken wir uns das mal an. Also ich habe es das erste Mal gelesen in einer Zeitschrift und habe dann eine Internetadresse dadurch gefunden und habe dann auch mal geguckt, wo es die Möglichkeiten gibt, so etwas zu machen. Und das ist also weltweit eigentlich gang und gäbe, unter jungen Leuten und auch unter älteren. Wer letzte Woche nicht aufgepasst hat, für den fasst die folgende freundliche, Hedis spielende Dame nochmal alles zusammen. Und zwar kann man ganz günstig bei jemand Fremden auf der Couch übernachten und kann so ganz billig, günstig in fremden Städten übernachten. Aber für junge Leute ist das super. Immer noch keine Ahnung? Man muss dann sehr wahrscheinlich selbst eine Couch zur Verfügung stellen. Dann muss man die Leute sich die nur kurz vorstellen, sagen, wer man ist. Und wenn die Leute sich, wenn man sich dann sympathisch ist, kann man im Endeffekt ja was ausmachen. Oder sehe ich das falsch? Ganz genau so läuft das. Letzte Woche habe ich versucht herauszufinden, ob Couchsurfing auch in Saarbrücken bekannt ist. Und tatsächlich, ich habe zwei nette Couchsurfer getroffen. Tiffany? Herzlich willkommen. Danke. Ich habe dir was mitgebracht. Danke, süß. Komm rein. Und Jonathan. Hallo, ich bin so und so. Kann ich bei dir pennen? Und die beiden haben mir erst einmal so erzählt, was man als Couchsurfer erlebt. Ich habe eine Türki, ich habe eine Amerikaner, ich habe viele Franzosen, Deutschen, Georgien. Also ich habe schon ein paar Mal gehostet hier in Saarbrücken. Das waren ein paar Mal Deutsche, die irgendwie wegen Konzerten oder so da waren oder einfach weil sie auf Durchreise nach Frankreich waren. Dieses deutsche chinesische Mensch war eigentlich schon verrückt. Aber er war nett, ne? Aber er war Buddhist und er hat zu mir ein bisschen gelernt, wie wir machen Meditation. Aber ich bin echt schlecht mit Meditation. Dann hatte ich einmal ganz spontan einen Mexikaner da, der hatte da irgendwie so, der brauchte irgendwie was zum Schlafen, der hat es total verpeilt. Und da war der nächsten Tage bei mir, hat total auf der Couch gepennt, hat nichts gebraucht. War auch saulässig, hat immer mal gekocht für uns, das war eigentlich echt, echt cool. Und ich habe gar nicht das verstanden, wie wir das machen. Und zum Beispiel, ich bin aufstehen um 7, ne? Ich finde das ein bisschen früh, ich wollte nicht nach aufwissen, aber einfach in meine Couch, wie das. Und dann der krasseste Typ war wahrscheinlich ein Türke, der halt aus der Türkei, der hat studiert eigentlich, hat aber wollte ein paar Monate Auszeit nehmen und ist halt mit dem Fahrrad von der Türkei
Richtung Deutschland, über Frankreich, wollte nach Spanien. Ist jetzt, da war glaube ich, nachdem er bei mir war, noch lange in Holland. Also totaler Rock'n'Roll-Trip. Einfach mal durch die Welt ziehen. Und dann war da eine Situation schon, oh Scheiße, was muss ich noch machen? Das ist vielleicht eine spirituelle. Ich finde es einfach sehr cool, dass es heutzutage noch sowas gibt, dass man anderen Leuten einfach so vertraut und die bei sich aufnimmt und ein bisschen was gibt, aber halt eigentlich auch total viel wiederbekommt, weil man Leute aus allen möglichen Ländern mit super Geschichten halt aufnimmt. Und ja, und dann er wollte nicht in meinem, ich habe eine große Matratze, aber ich war nur nicht richtig gut, und er wollte nicht in meinem Matratze schlafen, weil er war zu big thing. Weil normalerweise in China, er wohnt in der Boot. War cool. Hat er dann auf dem Boden geschlafen? Ja, ja, klar. Natürlich muss man ein bisschen Zeit opfern oder man muss halt auch der anderen Person Vertrauen entgegenbringen. Die Kutschefin nimmt ihm etwas von Hirelong mit. Das geht. Mhm. Und zum Beispiel hier, das ist von der türkischen Bordell. Das ist eine kleine... Ein türkisches Bordell? Ja, ich weiß nicht, wie der ist. Eine Seife? Ja. Das ist echt süß. Das ist schön. Ja. Was auch bei mir manchmal ein Grund ist, sind halt extrem pragmatische Gründe. Wenn ich gehe Couchsurfing, ich nehme Champagne. Wenn meine Heimatland ist Champagne und Frankreich. Ich will Champagne in der Region. Und meine Eltern machen Champagne. So, das ist normal für mich, eine Champagnerflasche zu nehmen. Das heißt, das ist halt einfach total praktisch und nett. Evet, Viras, Töckchen, keine Führung. Du bist selbst auch schon gereist und hast Couchsurfing woanders gemacht. Hast du da auch immer eine positive Erfahrung gemacht? Ja, immer. Ja, so ein Vertrauen, das findet man heutzutage ziemlich selten, finde ich. Also, das hat mich beeindruckt und deswegen habe ich dann auch gedacht, das kann ich auch mal öfters machen. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Couchsurfing mal selbst auszuprobieren, dann schaut rein unter www.couchsurfing.org. Also Leute, ich habe mich wohl vertan. Es ist übrigens 2-0 jetzt für Portugal und Portugal fliegt natürlich nicht raus, wenn sie gewinnen. Das wäre ja, also, ein schlecht. Keine Angst, Leute. Ja, wir haben unseren Gast schon mal hier, Daniel Werner, der Wahlleiter für den Stupas dieses Jahr. Und du bist mein Hidden Champion, weißt du das schon? Nein. Weil ohne dich würde hier nichts gehen. Aha. Und vielleicht doch. Und es ist einfach toll, wirklich, wie du es bisher hingekriegt hast. Auch nicht immer ohne Probleme. Mhm, das ist leider richtig dieses Jahr. Genau. Darauf kommen wir aber noch. Ja. Genau. Ich fange mal an mit den Fragen. Klar, mach das. Na klar. Was ist eigentlich die Stupa? Stupa ist die Abkürzung fürs Studierendenparlament. Das ist das höchste Gremium, das die Studierendenschaft hat. Die Studierenden regeln ihre Angelegenheiten selbst, deswegen wählen sie dieses Parlament. Das Parlament wählt dann wiederum den Aster, das ist die Studentenvertretung hier an der Uni. Und die ist einigermaßen wichtig und deswegen ist eigentlich auch die Wahl zum Studierendenparlament wichtig. Gut. So ist es. Was macht eigentlich ein Wahlleiter genau und wie wird man zum Wahlleiter? Der Wahlleiter wird auch vom Studierendenparlament gewählt. Und ich bin im Prinzip Mädchen für alles, was die gesamte Organisation der Wahlen angeht. Also über Stimmzettel drucken, Kandidaten finden, Wahlzeiten festlegen, Wahlhelfer suchen, bis hin zu dem ganzen Organisationskram vorne dran. Wo stelle ich eine Urne hin? Wo sind besonders viele Studierenden, die wählen könnten? Weil meine Aufgabe ist halt so ein bisschen dafür zu sorgen, dass möglichst viele Studierenden wählen können. Was ist denn das Schwierigste an dem Ganzen? Im Wesentlichen eigentlich den Überblick zu behalten und in der Wahlwoche nicht die Nerven zu verlieren, wenn irgendwas schief läuft. So wie dieses Jahr halt leider. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ein Wahlleiter haben muss? Na, er sollte organisieren können auf jeden Fall. Ansonsten ist er, glaube ich, falsch an der Stelle. Wer nicht irgendwie halbwegs irgendwie so eine Wahl organisieren kann und so ein bisschen Leute koordinieren, ist damit, glaube ich, ein bisschen überfordert am Schluss. Es wird übrigens noch spannend. Es ist jetzt 2-1 geworden. So ist es. Ich wollte dich eigentlich fragen, du hast ja schon erwähnt, wie wird das Ganze organisiert. Wie viele Standorte gibt es eigentlich bei dem Ganzen? Wir haben, zwei Sachen sind da wichtig. Es gibt einmal die Wahlkreise. Das ist also Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist ein Wahlkreis. Mhm. Homburg, die philosophischen Fakultäten und die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fakultäten. Gewählt werden kann seit letztem Jahr an jeder Urne und Urnen habe ich stehen im Gebäude C52 im Verteiler, im Audimax,
in der Mensa in Saarbrücken, im Audi Mo, unten bei den Informatikern, im Campus Center und in der Mensa Homburg. Erreicht ihr dann auch wirklich jeden oder gibt es tatsächlich noch Fakultäten oder auch Standorte, wo man dann, wo Studenten nicht so leicht hinkommen, wo es auch Probleme gibt? Aber also ich gehe davon aus, dass wir damit eigentlich relativ zentral aufgestellt sind, insbesondere Campus Center an der Hauptbushaltestelle und die Mensen. Wenn ein Student jetzt natürlich hinten durch den Wald mit dem Fahrrad kommt und nie in der Mensa essen geht und in seinem Gebäude gerade keine Urne steht, kann es natürlich passieren, dass er nichts von den Wahlen mitbekommt. Aber im Wesentlichen gibt es ja auch noch die Wahlkämpfer und das fällt eigentlich schon ein bisschen auf, auch durch die Plakate, dass jetzt gerade Wahlen sind diese Woche. Hm. Wie viel Aufwand ist denn das eigentlich, so ein Wahlleiter zu sein? 300 Stunden. 300 Stunden? Ja. Hast dann sonst nichts zu tun? Doch, ich studiere parallel. Mein Vorteil in diesem Jahr ist, ich habe es letztes Jahr schon gemacht. Das heißt, ich weiß, wen ich wann, wie, wofür anrufen muss. Mhm. Und damit geht es etwas leichter von der Hand. Bekommt man da auch eine Entschädigung dafür? Ja, es gibt eine Aufwandsentschädigung. Wie viel ich bekomme, liegt eigentlich an mir. Im Haushalt des AStA ist festgelegt, es gibt 3.500 Euro für die Durchführung der Wahlen. Wenn ich das jetzt alleine machen würde, was ich schon mal nicht darf, bekäme ich das Geld. Im Wesentlichen ist es so, ich bezahle von dem Geld selbstverständlich die Wahlhelfer und die kriegen insgesamt so 2.500 Euro. Das heißt, nicht ganz 1.000 Euro bleiben für mich übrig. Ich habe noch andere Ausgaben, die ich damit abdecken muss. Etwas weniger als 1.000 Euro. Und die Wahlhelfer müssen ja auch normalerweise trainiert werden, oder? Genau, da gibt es eine Einführung, eine Besprechung, wo dann kurz besprochen wird, wie funktioniert eine Wahl, worauf müsst ihr achten. Insbesondere immer wieder gerne, Kandidaten dürfen nicht die Wähler mit in die Urne begleiten, das machen manche sehr, sehr gerne. Ja, da einfach so ein bisschen drauf zu achten. Okay. Wie sieht denn die Wahlbeteiligung bis jetzt aus? Mager, sehr mager. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil das sind die Zahlen von heute. Wir haben momentan eine Wahlbeteiligung von 6% insgesamt. Mhm. Das ist, nachdem heute mit Mittwoch schon die Hälfte der Wahl rum ist, sehr, sehr wenig. Letztes Jahr hatten wir insgesamt 15. Unterschiedlich. Also bei den Mathematikern haben wir 4,5%. Bei den Geisteswissenschaftlern haben wir nur 4% Wahlbeteiligung. Das ist extremst schwach. Ich weiß auch nicht, was bei denen los ist. 6% bei den Juristen und BWLern, das ist schön. Und was mich ganz besonders freut, sind dieses Jahr die Mediziner, die haben sagenhafte 18% Wahlbeteiligung rausgeholt dieses Jahr. Das ist unglaublich. Was glaubst du, woran liegt das? Es gibt zwei Sachen, die sind dieses Jahr anders. Die Mediziner haben tatsächlich eine eigene Hochschulgruppe gegründet. Mhm. Nur Mediziner, die in Homburg sind und eben sich entsprechend nur für die Mediziner einsetzen. Ich denke, das zieht, das ist seit zwei Wochen Thema auf dem Campus in Homburg. Und parallel dazu findet die Abstimmung über den Lehrpreis in der Medizin statt und ich glaube, das interessiert auch nochmal viele und die kommen dann eben einfach an die Urne. Das heißt, wenn es tatsächlich ein Thema gibt, was die Studenten wirklich sehr interessieren, dann kümmern sie sich drum. Ja, so schade es auch ist, offensichtlich sind die Wahlen weniger interessant für sich genommen, als jetzt beispielsweise ein Prof für seine gute Lehre auszuzeichnen. Damit würden wir eigentlich zu meiner anderen Frage kommen. Woran denkst du, woran liegt es, dass es so wenig Wahlbeteiligung bisher gibt? Also ich finde, dass seit Bachelor und Master die Studierenden im Wesentlichen keine Zeit mehr haben, sich zu engagieren. Das habe ich dieses Jahr auch gemerkt, weil ich kaum Kandidaten habe zum Teil. Und die Studierenden nehmen den AStA auch nicht wahr. Wenn sie sechs Semester hier sind und keine Probleme in ihrem Studium haben, dann brauchen sie nie ein Beratungsinstitut wie den AStA. Damit wissen sie nicht, dass es das gibt, dass der wichtig sein kann für sie. Und wenn es was mich nicht interessiert, ja gut, dann gehe ich nicht mehr hin. Also ich gehe mal davon aus, dass es im Wesentlichen Desinteresse ist. Ja. Mhm. Wie war es denn eigentlich vor dem Reform? War es dann schon besser, was das angeht? Also ich war selber auch mal in der Hochschulpolitik aktiv und wir hatten, als ich Kandidat war, irgendwas um die 20 Kandidaten in den philosophischen Fakultäten. Dieses Jahr sind es noch 7. Es kann sein, dass es nicht mit Bachelor-Master zusammenhängt, aber es fällt so ein bisschen zusammen. Rückgang des studentischen Engagements und Einführung Bachelor-Master. Das hat also schon einen gewissen Einfluss. Da müsste man auf jeden Fall mal was für die Studenten machen, dass die sich wieder engagieren können. Ja. Mhm. Wäre eine Aufgabe für den nächsten AStA. Findest du eigentlich jetzt während der Wahl überhaupt Zeit für die EM, Fußball zu gucken? Das zweite Spiel am Abend kann ich in der Regel schauen, ja. Das erste um 18 Uhr bin ich noch Statistik am Machen, Stimmzettel nachdrucken und so weiter. Aber Deutschland spielt ja heute Abend, Gott sei Dank, im zweiten Spiel. Das heißt, das Spiel werde ich mir auf jeden Fall anschauen können. Ja, das ist super. Du darfst auch für uns gleich was tippen. Okay. Und zwar
wie die Ergebnisse sein werden von Deutschlandgruppe. Aber davor hätte ich noch eine ganz kurze Frage. Du hast ja vorhin noch erwähnt, dass es heute Probleme gab. Systemprobleme, glaube ich, waren das. Wie läuft es denn bisher? Hat das einen Einfluss auf die Wahl? Es hatte einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung gestern. Uns ist das Wählerverzeichnis abgestürzt. Wir arbeiten da mit einer Datenbank unten im Rechenzentrum der Uni zusammen. Mhm. Es gab da einen Fehler im Programm, deswegen konnte gestern erst ab 13 Uhr gewählt werden. Deswegen hatten wir gestern einfach weniger Wähler. Seit heute läuft es, beziehungsweise seit gestern 13 Uhr läuft es wieder einwandfrei. Um das ein bisschen zu kompensieren, habe ich jetzt beschlossen, dass die Wahlzeiten jetzt einfach verlängert werden ab heute und die letzten zwei Tage, sodass die Studierenden noch genug Zeit haben, wählen zu gehen, wenn sie es dann möchten. Perfekt. Also Leute, jetzt nochmal, ihr müsst wählen gehen. Und wir können eigentlich mit unseren Tipps anfangen, tippen oder? Jetzt, ja. Genau. Dann nehme ich dich einfach mal hier mit. Mhm. Klappt das mit dem Mikro? Ja. Ja, das sollte hinhauen. Super. Hier ein Stift. Mhm. Das ist hier schon mal falsch. Das hatte ich ja letzte Woche aus Versehen noch getippt. Es steht mir bisher 2-1. Okay. Aber du kannst jetzt mit Niederlande, Deutschland anfangen. Was glaubst du? Deutschland gegen Niederlande. Also ich, Deutschland, wie man hier sieht. Ja. Und die Dame hier, Niederlande. Nein, ich bin für Deutschland. Naja, okay. Na, ich würde mal tippen, dass es schon ein bisschen schwer wird, weil Holland mit dem Rücken an der Wand steht, aber 2-1 für uns. 2-1. Einfach eintragen dann. Links oder rechts? Rechts, wo Tipp steht. Mhm. 2-1. Damit wäre auch viel entschieden. Deutschland wird auf jeden Fall weiterkommen. Mhm. Und Niederlande, Portugal? Gute Frage. Nachdem Niederlande gegen Deutschland verloren hat, würde ich sagen, sind sie müssen sie auf jeden Fall. Aber ich würde mal tippen, Holland kann das tatsächlich gewinnen. Würde mal sagen 1-0. Schauen wir mal. Genau. Und dann das letzte Spiel noch. Deutschland gegen Dänemark. Ich denke, wir sind eh durch. 1-1. 1-1. Vielen Dank, da bin ich mal gespannt. Gerne. Und wir haben noch ein Gewinnspiel, da wollte ich euch noch kurz drauf hinweisen. Genau, da können wir nochmal die ganzen Karten zeigen. Ihr könnt Tickets fürs Aster Open Air gewinnen, das am Samstag jetzt stattfindet. Ihr müsst einfach eine E-Mail schreiben an hier. orgatv@orga.uni-sb.de. Ihr wisst ja schon, wie es funktioniert. Und ihr wisst auch, welche Frage wir für euch haben. Saarland gegen Deutschland. Wie haben sie gespielt und wann haben sie gespielt? Also googeln, falls ihr es nicht wisst. Es ist kein Witz. Das ist eine ernste Frage. Genau. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wir bedanken uns auch bei unserem Gast und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder anseht. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss.